Ich vermisse ganz einfach diesen Leipziger jungen Fußballer, von dem ganz Deutschland schwärmt. Und so wie dem Sportchef der Leipziger Volkszeitung geht es vielen. Nachgehakt, warum es den hiesigen Vereinen nicht mehr gelingt, jenen Fußballstar hervorzubringen, wurde bei einer prominent besetzten Diskussionsrunde. Großer Hoffnungsträger ist RB Leipzig, der in dieser Saison im direkten Duell auf Lok Leipzig treffen wird. Anlass genug, einmal die Führungsriege zu fragen, ob es weitere Schnittstellen im gesamten regionalen Fußball geben könnte. Weil ich dachte, es würde viel mehr kritische Stimmen zu RB geben. Die hat es also nach meinem Eindruck nicht gegeben. Also ich glaube, RB ist in dieser Stadt längst angekommen. Man kann mit oder gegen und wir sind da lieber dafür, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und wir, wie gesagt, als Verein können uns nicht freuen, wenn wir gute Spieler aussuchen, ausbilden. Dann wollen wir natürlich auch, dass die meisten dieser Spieler bei uns später spielen und uns zum Erfolg verhelfen. Unterschiedliche Meinungen in Sachen Zusammenarbeit und unterschiedliche Gedanken beim Thema Saisonziel. Ralf Rangnick als neuer RB-Sportdirektor äußert sich zwar positiv über die Regionalliga, möchte diese aber dennoch schnellstmöglich hinter sich lassen. Realistischerweise ist es frühestens in 3 Jahren der Fall. Dazu müssten wir jetzt 3-mal nacheinander aufsteigen. Wenn wir das schaffen wollen, dann müssten wir sehr viel richtig machen in den nächsten Jahren. Das ist theoretisch möglich, aber wie gesagt, jetzt zählt erstmal das nächste Spiel und das ist jetzt am Sonntag gegen Union Berlin 2. Am Ende werden alle versuchen, mit ihren Mitteln das Beste aus der Saison herauszuholen, sportlich und fair.